Ein Horror aller Eltern. Man gibt sein Kind am Morgen in der Kindertagesstätte ab, geht zur Arbeit und erhält plötzlich die Meldung, dass ein Brand ausgebrochen ist und Kinder und Erzieher evakuiert werden mussten. So geschehen am gestrigen Mittwochmittag in der Kita Steinberg-Wichtel in Rotenkirchen im Vogtland. Gegen 13.30 Uhr kam es in der Kita offenbar durch Bauarbeiten am Dach zu einer Rauchentwicklung. Kurz darauf brach ein Feuer aus. 49 Kinder, 5 Erzieherinnen und Auszubildende befanden sich im Objekt und brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Was ist da genau passiert? Wir hatten ein Feuer im Dachstuhlbereich und vielleicht zur Kita im Groben mal. Die besteht aus 2 Gebäuden, aus einem Krippenteil und dem Kita-Teil. Und im Kita-Teil ist dieses Feuer ausgebrochen und die Feuerwehr kämpft bis jetzt, um das zu bekämpfen und zu löschen. Der Kindergarten war ganz normal belegt. Wir haben hier eine Kapazität von ca. 100 Kindern mit Krippe und Kita gemeinsam. Und das war der ganz normale Alltag. Ne? Und irgendwann haben die Erzieherinnen eine Rauchentwicklung gemerkt und sind noch bevor die Rauchwarner losgegangen sind, haben die Kinder gesammelt und haben die Kita komplett evakuiert. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil in diesem Bereich haben wir halt keine Schäden zu beklagen. Die Kinder haben sich dann am Sammelplatz gesammelt, wir haben die Eltern durchtelefoniert und auch die Eltern haben die Kinder sofort abgeholt. Also das hat super funktioniert. Und das Glück im Unglück ist, dass wir hier wirklich keine Schäden an Leib und Leben zu beklagen haben. Wir haben uns heute bereits während das hier noch gebrannt hat im Rathaus zusammengesetzt, einen kleinen Krisenstab gebildet und haben dort beratschlagt, wie es ab morgen früh weitergeht, weil die Eltern haben jetzt auch die Unsicherheit. Und um das zu beheben, wir haben mehrere Kitas im Gemeindegebiet, also noch 2 andere. Die Krippenkinder bringen wir im Ortsteil Wernesgrün unter und für die Kita-Kinder steht ab morgen früh ein Raum in der Grundschule zur Verfügung, sodass wir eine Notbetreuung ab morgen früh abgesichert haben. Und wie es denn weitergeht, werden wir uns mit dem Elternrat zusammensetzen und natürlich auch mit dem Gemeinderat und werden dort auch kurzfristige Lösungen finden, da bin ich sicher. Der Krippenteil war vom Feuer nicht betroffen. Die angrenzende Kindertagesstätte wurde jedoch komplett zerstört. Es hat aus dem Gebäude, aus der Zwischendecke, aus den Öffnungen, die es gab und auch aus der Traufe raus überall Qualmentwicklung gegeben. Und man konnte davon ausgehen, dass in der Zwischendecke der Brand sich ausgebreitet hat. Es war kein Vollbrand, also es war das Dach nicht geöffnet. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass ein Feuereintrag im gesamten Gebäude schon vorhanden war. Wir hatten gleich mit den Verantwortlichen hier vom Kindergarten Rücksprache gehalten. Kinder waren alle raus, es waren keine Personen in Gefahr mehr. Und wir konnten uns deswegen gleich auf die Lagemeldung, Nachforderung und Brandbekämpfung konzentrieren. Ein Zwischendeckenbrand hat halt die Eigenschaft, dass man ihn weder von unten noch von oben direkt bekämpfen kann. Man muss also das Dach öffnen mit Kettensäge, unter Atemschutz, mit Löschbereitschaft und Stück für Stück sich vortasten. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Problem ist halt altes Gebäude, alter Bestand. Es gab in diesem Bereich, der jetzt komplett weggebrannt ist, keine Brandzwischenwände. Und zum neuen Gebäude hin konnte man die Ausbreitung verhindern. Das Dach der Kita wurde zur Brandbekämpfung mit einem Bagger geöffnet. Weil wir sonst wahrscheinlich in der Woche noch hier stehen. Und das Gebäude ist eh ein Totalschaden. Das macht man einfach, um wirklich auch die Blutnester rauszukriegen, auch in die letzten Ecken reinzukommen, wo noch was drin steckt. Die Eröffnung des Daches nach einer Seite, entweder nach unten oder nach oben, ist notwendig. Und wir haben es halt nach oben gemacht, weil es das Einfachste war. Bagger sind verfügbar. Es sind auch glücklicherweise erfahrene Einsatzkräfte von Feuerwehren, die da drauf saßen, teilweise unter Atemschutz sogar, weil sie im Rauch standen. Und das hat wunderbar geklappt. Also das hat sehr geholfen. Das hat den Einsatz mindestens um die Hälfte verkürzt jetzt nochmal. Die Brandbekämpfung dauerte bis in die Abendstunden an. Es entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Das Traurige ist, dass die Kita gerade erst frisch saniert worden war. Der Kindergarten ist für viel Geld erst frisch saniert worden und wir sind da im Innenbereich voriges Jahr fertig geworden, waren sehr froh, dass wir jetzt zeitgemäße Bedingungen haben, helle, zeitgemäße Räumlichkeiten, großzügig, wir hatten da Zwischenwände entfernt und so weiter und waren sanierungsmäßig eigentlich auf dem Stand, dass wir gesagt haben, jetzt passt es so. Selbstverständlich ließ es sich auch der Landrat des Vogtlandkreises Thomas Hennig nicht nehmen, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen.
Also ganz schlimm, dass heute hier ein Kindergarten fast abgebrannt ist. Also das Dach wurde sogar runtergenommen. Ich selber war bis vor einer halben Stunde in der Sitzung, die ich leiten musste. Hab die jetzt wirklich knallerfall verlassen, hol die morgen nochmal nach. Ganz schlimm hier, was passiert ist. Ist natürlich schwierig, bei einem Kindergarten mit über einer 100er Kapazität jetzt die Kinder unterzubringen. Aber der Bürgermeister ist hier ganz engagiert vor Ort und der wird die richtigen Wege jetzt auch finden und die Möglichkeiten finden. Wir werden gemeinsam im Nachgang ab morgen schon schauen, wie es aussieht dann mit dem Wiederaufbau, dass wir schauen können, Fördermittel etc., die Versicherung mit informieren. Und wie gesagt, was ich helfen kann, werde ich hier der Kommune natürlich, in was meinen Kräften steht, mit unterstützen. Geprüft werden muss jetzt, ob der Brand tatsächlich durch die Bauarbeiten am Dach ausgelöst wurde.